Pictioners, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen Matchmaking-Video. Ihr habt die überkrasse, wartet kurz, I go away. Die überkrasse Überschrift schon gelesen. Warum habe ich die gemutet? Tatsächlich, ich habe sie gemutet, fick. Es geht um diese Trilux-Geschichte. Möglicherweise haben es einige von euch auch direkt mitbekommen, denn viele von euch haben mich da überhaupt auf die ganze Sache gebracht. Und zwar, am Freitag oder Samstag, ich glaube es war Freitagabend oder Samstagabend, werde ich auf Twitter angeschrieben von 2, 3 Leuten, ey, wie hast du das gemacht, saucoole Aktion, bla bla bla, hin und her, und ich denke nur, hä? Ich hab's nicht gerafft, was los ist. Ich hab's einfach nicht nachvollziehen können. Da war ein Bild dabei, ich hab's nur auf dem Handy offen gehabt, das war ganz, ganz klein. Und ich konnte es einfach, back up please, one is still alive. Seid ihr bescheuert, Mann, der war hinter mir, ihr seid zu zweit, kriegt ihr nicht? What the fuck? Ja, es war auf dem Handy und ich guck drauf und denk, ich habe so ein Bild gesehen, wo ich drauf abfotografiert war. Es sah aus wie ein Video von mir, aber mit einem Titel, den ich nicht kannte. Ich konnte es auch nur ganz, ganz schwer erkennen. Oben drüber stand ein Text, den ich nur überflogen habe. Zwei haben mir es geschrieben. Ich dachte, was? Dann sehe ich noch einen dritten, der mir es schreibt. Und dann habe ich es aufgemacht und reingezoomt. Und dann sehe ich, dass Trilux von mir was getwittert hat. Wow, scheiße, Mann! Ey, mein... Oh Gott, Jungs! Schnell! Oh Gott! Scheiße! Ich habe einfach noch Kills gemacht, Alter. Ich bin ein Gauner. Trilux hat... Oh, ich habe einen AP. Fick doch die Wurst, Mann. Hat mich getwittert. Und zwar wurde ein Clip, ein Werbeclip von mir vor einem seiner Videos geschaltet. Ja? Diese üblichen Werbevideos. Wie man es auch sieht. Telekom, Davanda, Pizza hat... Keine Ahnung, ob die Werbung machen. Diese übliche Werbedinger eben. Und sein Text war folgender. Ich lese ihn euch gleich vor. Lass mich noch kurz einkaufen. Für Schissel mal Whistle. Behalte ich jetzt die P90 hier? Natürlich. Ich habe gerade so Lack gehabt. Unglaublich, Mann. Er hat geschrieben... Ach, fuck. Er hat geschrieben... Ah, scheiße. Ich lese es euch gleich vor. Er hat sich mehr oder weniger über die YouTube-Ad-Revenue beschwert, beziehungsweise darüber beschwert, ahaha, so ein kleiner YouTuber macht bei mir Werbung oder ist in der Lage, bei mir Werbung zu machen. Kein Wunder, dass die YouTube-Ad-Revenue, also praktisch das Geld, was man dabei, was man als YouTuber verdient, so beschissen sei. Ich lese euch gleich den richtigen Text vor, lasst mich ganz kurz die Runde noch ultramäßig ficken. Shift, motherfuck, shift. Was ist los? Ist es wieder B? Habt ihr die Bombe auf B angesagt? Nein, habt ihr nicht. Ihr seid Gauner, wisst ihr das? Ja, sowas kriegt echt Ausschlag am Sack, wenn die nicht ansagen, was los ist. So, erstens mal, der Text von Trilux. Er schreibt, langsam frage ich mich nicht mehr, why die YouTube-Ad-Revenue immer beschissener wird. Kanal mit 6000 Subs leistet sich Werbeclip vor meinem Video. Und dann dieser, Smiley. Und daraus lässt sich ja schon mal entnehmen, Monsieur Trilux, dass du sehr, 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 sehr wenig Ahnung hast von der ganzen Materie an sich, wie es eben funktioniert, wo du dein Geld überhaupt herbekommst. Das ist doch schon fast, ist es nicht irgendwie ein bisschen tragisch, dass du als YouTuber, der davon sicherlich einiges einnimmt, gar nicht weißt, wie das alles funktioniert und wo das Geld herkommt. Theoretisch müsstest du dich ja erstmal bei mir bedanken, ja? Ich hab dir mal dein neues Auto finanziert, mein Freund. Ne, Quatsch, ich glaube, du wirst kotzen, wenn du wüsstest, was das gekostet hat. Ich gehe gleich auf die Kommentare noch gesondert ein, die darunter waren. Ich habe mich natürlich sofort unter die Kommentierenden gemischt, denn auf dem Bild bin zwar ich zu sehen. Und man sieht ja, man ranzoomt den Link Entertain Brothers zu meinem Kanal. Er hat nicht der Dumbabler geschrieben, sondern einfach nur diesen Text, den er geschrieben hatte. Das heißt, auf mich konnte nichts zurücklaufen. Hast du geschickt gemacht, Trilux, du Gauner, hast du geschickt gemacht. Oh Gott. Ey, mein... Oh Gott, was macht ihr? Warum seid ihr so furchtbar schlecht? What I mean? Gibt's das? Ich habe einfach komplett meine Waffe nachgeladen vor ihm. Ey, in was für ein Spiel bin ich hier gelandet? Lass mich das kurz reißen, bevor ich hier... Calm down. Er hat mir den Kill geklaut, Drecksack. Ja, es ist schon fast ein bisschen schade, Trilux, oder? Dass du also scheinbar überhaupt gar keine Ahnung hast von der ganzen Materie. Sonst würdest du so etwas nicht schreiben. Es gibt Standard-Werbeplattformen. Eine Standard-Werbeplattform. Sag ich jetzt einfach mal, es gibt sicherlich noch mehrere, aber es gibt diese eine, na, die man eben so kennt. Von der du höchstwahrscheinlich auch bezahlt wirst, falls du im Netzwerk bist, über das Netzwerk, wie auch immer. Und du bekommst von jedem Werbetreibenden indirekt Geld, wenn er bei dir Werbung treibt, ja? Also verstehe ich die gesamte Aufregung gar nicht so extrem. Genauso wie jede mögliche Firma Werbung schalten kann, auf YouTube, aber auch in anderen Google-Netzwerken, ja, also auch auf Websites und sowas, genauso kann jede Privatperson diese Werbung schalten, wenn sie das denn möchte. Ich kann einfach nur sagen, wer sich dafür interessiert, der sollte auf jeden Fall mal eine Runde googeln und sich da seine eigene Meinung drüber bilden. Ich meine, ihr müsst jetzt auch nicht zwingend meine Meinung annehmen, aber meine ist halt die richtige, war ein Scherz. Main Steps, Many Steps. Ey, Rush, nicht help. Gott, nein! Jungs, könnt ihr mal dazukommen, bitte? Ich war jetzt schon die zweite Runde allein auf A, was soll der Scheiß? Wenn jemand ein Produkt hat, das er bewerben möchte, sei es jetzt Head & Shoulders oder eben ein YouTube-Video oder ein anderer Werbeclip. Manche Firmen haben ja, keine Ahnung, Muskelaufbaupräparate und die haben dafür Werbeclips. Und wenn die Werbung schalten, dann kommt eben dieses Video. So. Und genau sowas habe ich auch gemacht. Na, ganz einfach. Als Haupterklärung, wie das zustande gekommen ist. Weil mich viele gefragt haben, wie hast du das gemacht, voila? Und ich kann euch jetzt direkt sagen, ich bin auf jeden Fall nicht der einzige YouTuber. Ich habe diese ganzen Tipps ja von anderen mittlerweile sehr erfolgreichen YouTubern und die
ganzen, das ist ein ziemlich krasses Thema an sich, also man muss sich da ein bisschen einlesen, um das auch richtig wursten zu können, aber naja. Kommen wir nun aber zurück zu dieser Hauptgeschichte. Ich habe den Tweet gesehen, ja, und dann realisiert, was da überhaupt passiert ist. Dass ich bei Trilux Live oder bei Trilux auf seinem Haupt-Twitter-Account getwittert wurde. Hat mich natürlich sehr gefreut. Und da habe ich mich natürlich sofort in die Kommentare gestößt. Da waren nur 14 oder 15 Kommentare. Mittlerweile sind es 20. Das ist eigentlich lächerlich. Ihr könnt auch gerne mal nachschauen auf seinem Twiddle-Ding. Ich klicke also drauf, gucke auf die Kommentare. Wollte halt erstmal selbst kommentieren, ne? Und habe sowas geschrieben wie, hey Trilux, jetzt sind wir ja verheiratet dadurch, durch diesen Fakt. Ihr wisst ja, ich bin immer so ein bisschen frech bei sowas. Nun ja, dann waren einige dabei, die sehr negativ eingestellt waren an sich auf Werbung. Das sind einfach solche Leute, ich kann es nicht ganz verstehen. Die gehen so schizophren mit Werbung um, ne? Lassen sich berieseln, den ganzen Tag, überall. In Handy-Apps, im Fernsehen, im Kino, die ganze Zeit berieseln mit Werbung. Völlig kommentarlos. Und dann ist sowas, oder an sich halt Werbung auf YouTube und was, der YouTuber lässt Werbung für seine Videos laufen, der will ja Geld und hin und her. Da mutieren die sofort zu so kleinen heulenden Mädchen. Oder auch Jungs, um fern zu bleiben. Und rasten total aus. Als hätten wir ihnen den, keine Ahnung, ihren Lieblingsdildo abgenommen. Das ist nicht mehr normal. Und dann, im gleichen Atemzug sozusagen, laufen sie durch die Stadt mit dem Apple-Handy in der Hand. Hinten drauf Apfel-Logo, mit Nike-Schuhen, mit irgendwelchen Kappen, ja, mit Band-Shirts und sowas. Und betreiben das krasseste Guerilla-Marketing, das nur möglich ist. Sie tun so in ihren Aussagen, als wären sie völlig gegen Werbung und müssten eigentlich alles abkleben, was irgendwas damit zu tun hat, ja. Und dann sind sie aber total arschlochmäßig unterwegs, man Squicky. Und dann sind sie aber im Gegenzug total arschlochmäßig unterwegs, ja, und zeigen einfach der ganzen Welt, was sie da so am Start haben. Es ist einfach so lächerlich. Ein paar gingen auch direkt auf mich und von wegen... Ja, irgend so ein reicher Sack, der Fame will. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, sind meine Videos deutlich besser als die Ein paar andere haben sich, wie gesagt, einfach nur an sich über Werbung beschwert. Wie kann das nur sein, dass da Werbung auf YouTube von YouTube geschaltet wird? Von einem YouTuber? Warum lässt es YouTube zu? YouTube ist aber ganz schön geldgeil und sowas, wo man sich einfach nur an den Kopf langen kann. Weil die Leute überhaupt nicht wissen, wie das funktioniert. Wer da das Geld bekommt, wohin es läuft und was da überhaupt im Hintergrund am Fließen ist. Und jetzt kommen wir zum Positiven. 4, 5 Leute dabei, und das war bei 14 Kommentaren, das ist natürlich ein sehr großer Teil, die einfach so voll positiv waren. So, ich kenne den Dummer, das ist ein ziemlich cooler Zeitgenosse, oder oh, cool, ja, von dem habe ich mal einen Skin bekommen. Sowas halt, ne? Oder das ist ein voll der nette Kerl. Und ich denke mir nur, geil, Leute, geil. Edel, was wir einfach wieder für ein Community-Haufen sind. Bei Dingen, die ich gar nicht mitbekomme, ja. Seid ihr schon längst am Start und ihr habt mich nicht verteidigt, ihr habt mich auch nicht wirklich verteidigen brauchen. Wie gesagt, der meiste Hate ging eigentlich an sich gegen YouTube und gegen Geld und Werbung. Und trotzdem wart ihr einfach wieder so hart am Schnitzel. Und das ist voll der coole Kerl, ah, den habe ich auch schon mal gesehen und so weiter und so fort. Das ist einfach herrlich. Es war einfach geil. Es hat mich so dermaßen gefreut. Enorm. Deswegen auch Trilux. Vielen, vielen Dank an dich für diese Aktion. Nächstes Mal schreibst du bitte meinen Namen dazu, gell? Vielleicht am besten noch mit dem Link. Danke. Oh, fuck! Es sagt keine Sau an, ob bist du bitte. Weißt du, ein Link muss nicht zwingend sein, Trilux, aber einfach der Dummerblei ist cool oder sowas. Kannst du dazu schreiben. Dankeschön. Komm. Vielleicht verlinke ich Trilux auch hier unter dem Video, weil ich ihm einfach helfen will. Beachtet meinen Namen, der Dummerblei. Es gibt tatsächlich Leute, die meinen, dass jedes Wort, das aus meinem Mund herauskommt, komplett ernst gemeint ist. Eindeutige Hyperbeln und sowas, egal. Da wird dann gesagt, man kann keine 1 Million Dollar auf CSGO bekommen im Spiel. Das geht nicht. Wo ich denke, bist du heute oder irgendwann in deinem Leben mal zu hart hingefallen? Naja, alles in allem wirklich eine geile Aktion. Es kam jetzt nicht viel bei rum, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt dadurch Fame geworden bin. Oh shit! 2A-Main. Ich habe ihnen eben geschrieben, dass sie nicht in irgendwelchen Märchensprachen sprechen sollen. Und trotzdem labern sie einfach weiter auf Russisch. Das ist total lächerlich hier. Aber so richtig hart. Ich meine, ich bin zum Glück der Pro-Gamer des Jahrtausends, ja, und kann hier alles wegklatschen, aber so an sich... Gott, ich muss die ausschalten! Aber so an sich will ich ungern das Spiel jetzt aufgeben müssen wegen den Vollidioten, nur weil sie nicht callen können. Ich verrecke jetzt halt manchmal saublöd, weil von hinten einer kommt und es keine Sau ansagt. Weil die mich jetzt hasse, ne? Naja. Ja, das war wirklich eine sehr coole Sache. Ich war richtig aufgeregt, weil ich dachte, oh, Trilux Live, Trilux... Trilux Live ist, glaube ich, sein deutscher Account, wurde mir gesagt. Und Trilux ist... Da ist er ausschließlich auf Englisch unterwegs. Deswegen sage ich einfach mal Trilux Live. Wobei, glaube ich, sein Twitter-Account allem derselbe ist. Dankeschön für diese ganze Aufregung und für diese Nennung. Echt edel. Vielleicht schaust du hier rein und fühlst dich nicht so stark angegriffen von meinem Gesagten. Und dann können wir mal rund zusammen Spiele. Komm, es macht mir eigentlich... Ich habe zwar wenig Zeit, ich gebe es offen zu. Ich habe wenig Zeit, bin sehr beschäftigt. Aber vielleicht kann ich da was arrangieren. Oh fuck, ah, der ist Quickie durch, alles klar. Wie sieht's bei euch aus, Leute? Wie steht ihr zur Werbung? Also meine Community jetzt wieder, beziehungsweise die Leute, die möglicherweise jetzt hate-mäßig von dir zu mir kommen, Trilux, und sich hier drüber aufregen. Wie steht ihr alle zur Werbung? Habt ihr wirklich dieses extrem merkwürdige Verhältnis dazu? Ist das die Wahrheit?
Oder trollt ihr einfach nur? Weil es klingt halt wie ein Troll, wenn man sowas schreibt. Allein schon, wenn man nicht versteht, warum Werbung überhaupt getrieben wird. Wofür? Werbung ist ja dafür da, um etwas, wie der Name schon sagt, zu bewerben. Um ein, zum Beispiel, Objekt der breiten Masse zu zeigen. Wie erreicht man die breite Masse am besten? Wir gehen mal von einem Beispiel aus. Es gibt eine wunderbare Kuchenherstellerin, die in ihrem Keller, Studio, Kuchen backt. Und die will sie gerne verkaufen. Und so klug wie sie ist, denkt sie sich, ich gehe auf den Markt. Und sie ist auf dem Markt, ich meine, da werden ja Dinge gekauft, das ist ja schon mal der richtige Platz. Und sie setzt sich ans Ende des Marktes, der Markt ist schon ziemlich voll, also die Plätze, die sehr, sehr guten Plätze sind belegt. Man muss sich halt anders irgendwie hinsetzen. Und sie geht nach ganz, ganz hinten, weil da ein Dixi-Klo ist, muss sie auch dahinter. Und da sitzt sie halt mit ihren ganz frischen Kuchen, die wunderbar sind. Vielleicht sogar deutlich besser als alle anderen Kuchen. Sie sitzt da mit dem Wissen, dass Freunde und Bekannte bereits die Kuchen probiert haben und gesagt haben, hey, das ist der absolute Hammer, was du da kriegst. Das ist total geil, Mann. Ich meine, Frau. Verkauf die Dinger, du machst Geld ohne Ende. So. Aber es kommt niemand. Weil ja niemand von den Kuchen weiß. Man kann so gute Kuchen machen, wie man möchte. Es scheint niemand. Irgendwann werden die Leute natürlich kommen. Gehen wir mal... Oh, fuck! Gehen wir mal von einer unendlichen Zeitspanne aus. Dann kommen natürlich... Womit? Nice, thanks. Dankeschön, Yellow, dass du jetzt erst kommst. Klingt ja Zombie. Wenn wir von einer unendlichen Zeitspanne ausgehen, dann sind natürlich irgendwann doch ganz, ganz viele da, die zu dem Kuchen gefunden haben. Ganz klar, ja. Weil es gibt immer irgendwann jemanden, der sich dahin verirrt, der isst ein Stück, sagt, Mann, ist es geil, ich schicke meine Freunde her und so weiter und so fort und es baut sich auf. Aber bis dahin ist die Frau vielleicht schon selbst zu einem Kuchen geworden. Man weiß es nicht. Weil der Staub von ihr wird verarbeitet. Und das ist natürlich eine blöde Sache. Da kann man dann zum Beispiel Mundpropaganda betreiben und sagen, hey, yo, sag einfach mal weiter, was ich hier für krassen Scheiß verticke. Oder man teilt Flugblätter aus und so weiter und so fort. Wenn die Flugblätter mit rechten Dingen, ja, nicht müllmäßig überall hingeschmissen, sondern wirklich gezielt an den richtigen Plätzen bei anderen Kuchenverkäufern zum Beispiel ausgeteilt werden, ist es völlig legitim, damit ich Leute bekomme, die meinen Scheiß essen. Oh! Oder man hängt es irgendwo in Kaufhäusern aus und so weiter, ja. Man kann auch Internetanzeigen schalten. Und dann wird es irgendwann gewisse Leute geben. Für einen Kuchen ist es, glaube ich, schwer, über eine Internetanzeige zu werben. Oder an sich, weil, naja, man müsste eigentlich Probepackungen verteilen. Egal. Irgendwann kommen Leute und vielleicht sogar vor dem Staubzerfall der Frau. Und das ist das, was man mit Werbung erreichen möchte. In einem kürzeren Zeitraum seine Perlen, die man hat, vielleicht auch sogar die Dinge, wo man selbst meint, es wäre eine Perle, aber es ist eigentlich scheiße, dass man die an den Mann bringt. Und das Recht zu werben hat so gesehen jeder. So wie Leute, die irgendwas verkaufen wollen. Die gehen ja auf eBay, damit es andere sehen, oder gehen in Facebook-Gruppen. Denen würde man ja auch nicht sagen, hey, was soll der Scheiß, Mann? Du kannst doch nicht einfach hier, du kannst doch nicht einfach für deinen Scheiß werben. Das geht doch nicht. Verkauf dein Fahrrad gescheit, so wie alle anderen auch. Stell's auf deinen Speicher und hoff, dass es jemand sieht. Und das ist extrem runtergebrochen auf die elementarsten Dinge. Werbung. Vielen Dank, mein Name ist der Dummerbla. Bewertung kann man hier nicht vergessen, wie Wollen jetzt sagen würde. Oh mein Gott, den pippe ich ultra, den Header. Oder auch nicht. Ah, Mann, er schießt mir in den Arsch. Muss das sein, du Piece. Egal, easy bomb land. Geil, Leute, geil. Leute, wir sind jetzt schon am Matchball. Gibt's das? Krass. Ich habe übrigens auch zwischendurch die Dinger mal eingeblendet. Also ich sag das jetzt für mich, dass ich es nicht vergesse, das einzublenden, die Sachen von Trilux. Und wie gesagt, es ist aber nach wie vor dort. Auf seinem Twitter-Account. Also ihr könnt jetzt einfach hingehen und nachschauen. Zumindest war es vor ein paar Minuten noch da. Das Video ist jetzt, es ist jetzt gerade Montag. Das Video kommt morgen, also am Dienstag. Ich denke nicht, dass das löscht. Womit wir auch schon beim nächsten wichtigen Thema sind, meine Damen und Herren. Es ist Dienstag. Heute ist wieder Livestream. Ab 19.30 Uhr bin ich wieder live auf Twitch am Start. Kommt dazu und chillt eure Ärsche ab. Es gibt auch Kuchen. Nee, es wird keinen Kuchen geben. Der kommt zu schlecht an. Ja, wir werden wieder CSGO spielen. Unter anderem auch Fear Games. Also kommt dran, wir spielen dann zusammen und das wird auch die erste Ziehung für das Knife-Giveaway sein, beziehungsweise für dieses große 20er-Giveaway, wo das Knife auf Platz 1 eben steht. Also kommt auf jeden Fall rein, es ist recht wichtig, sage ich mal. Ultra geiles Spiel, vielleicht, oh Gott, das wäre das ein Downrank-Match? Nee, das war recht ausgeglichen, ich meine, wir waren ultra gut, so ist es nicht. Falls euch das Video hier jetzt sehr, sehr gut gefallen hat und ihr auch gerne eine Antwort von Trilux hören, sehen, lesen wollen würdet, dann müssen wir schauen, dass wir es ihm so ein bisschen unter die Nase reiben oder ihm einfach zeigen, dass hier eine Antwort von mir kam. An der Stelle hoffe ich natürlich sehr auf eure Unterstützung. Ihr habt ihn in Steam, glaube ich, also ihr seid in der Steam-Gruppe drin, Twitter, Facebook und seine YouTube-Videos schauen auch einige von euch, dass ihr es da vielleicht runterschreiben könnt mit so einem Ad und dass er halt merkt, er wurde angeschrieben und dann sowas wie der Dummerbla hat geantwortet oder guck mal hier das Video vom Dummerbla auf deinen Tweet von damals. Vor allem, Mr. Trilux, weil ich dich auch nicht einfach jetzt so kommentarlos überficken will, oder ist überficken das falsche Wort höchstwahrscheinlich. Du sollst natürlich was dazu sagen können. Ich weiß nicht, wie dein Wissensstand bezüglich YouTube-Ad-Revenue und so weiter aussieht, diesen ganzen Werbenetzwerken und sowas. Ich habe es jetzt einfach behauptet, oder angenommen, wie es wohl aussieht aus deinem Tweet heraus. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr euch daumentechnisch nicht ausgelastet fühlt, ihr wisst, was man möglicherweise machen kann. Nicht ausrenken. Das ist schlecht. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich steck dir meinen Kuchen in den Hals rein.